Volvo, sag ich mal, auch so ein 500er oder ein 420er, die messen wir ja auch alle. Das ist nicht das Problem. Ich rede hier so ab, ich sag mal so, zwischen 680 und 700, je nach Übersetzung, sind wir dann am Limit, wenn wir die VMAX nicht umgehen können. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ein sehr männlicher LKW, Volvo FH16, 750, 16,1 Liter Hubraum aus 6 Zylindern. Die Angabe ist 750 PS und 3.505 Newtonmeter. Das ist schon richtig, richtig kräftig. Ist hier für eine ganz normale Softwareoptimierung. Mehr Leistung, weniger Verbrauch, unser Slogan. Ich weiß nur noch nicht, ob wir den messen können. Wir nehmen es zwar jetzt mal mit, wir werden das Video auch so oder so bringen, auch wenn wir nicht messen können. Weil das ist einfach an der Grenze des Machbaren, nicht von der Leistung her, aber du kannst hier die 90 km/h nicht rausmachen. Und wir haben hier im Umkreis von zig Kilometern keinen Volvo-Partner, der uns hier helfen könnte. Wir haben schon mal versucht, einen Tester uns selber zu besorgen, um dann halt so diesen Prüfstandsmodus zu aktivieren bei den neuen Volvos. Das funktioniert irgendwie nicht. Und der Kunde weiß auch Bescheid, ist auch ein Bestandskunde, der hat noch mehrere solcher Dinger. Scania 37 und sowas hat er auch. Ist halt Schwertransport. Und ja, bei den Dieselpreisen zieht er jetzt nach. Das Ding hat er relativ neu. Wir müssen anfangen, dass die Kunden auch mal ein Statement geben. Also der Kunde hier ist jetzt der fünfte LKW. Alle über serienmäßig 600 PS. Und wir reden hier immer zwischen 10% und 14% Ersparnis bei deutlich kraftvollerem Motor. Ich meine, kraftvoller, 750 PS, 3.505 Nm, das ist einfach, ne? Aber aus 6 Zylindern, Kevin. Das ist, stell dir mal vor, 6 Zylinder, wie groß dieser Kolben sein muss, um 16 Liter damit hinzukriegen. Das ist fast wie bei einem Fiesta ST, oder? Ja. Egal wie, wir sehen uns entweder nochmal hier, wenn wir ihn gemessen kriegen, oder nachher vom Prüfstand. Viel Spaß. Jetzt gibt es erstmal einen Drehmoment aufs Ohr, ne? Ja, wir laufen. Wir konnten den LKW leider nicht messen. Du hast es mitgenommen? Ja. Ich versuche es nochmal zu erklären. Vielleicht haben das vorhin nicht viele verstanden oder nicht genau verstanden, was ich überhaupt sagen will. Wenn wir die VMAX nicht rausnehmen können, haben wir das Problem, dass wir relativ schnell in die VMAX laufen und wir müssen in einem niedrigen Gang messen, weil sonst im letzten Gang erreicht er die VMAX schon so früh, dass er dann nicht ausdreht. Und in einem kleinen Gang hast du natürlich so viel Kraft und so viel Schlupf dann und so viel Power auf der Achse, dass der Prüfstand den nicht gehalten kriegt. So, und wenn wir diese VMAX und Prüfstandsmodi nicht rausmachen können, wie es jetzt beim Volvo ist, Volvo ist einer der wenigen, wo wir es nicht können, und Iveco, da sind wir dann so bei, mit Leistung 650, 680 PS sind wir dann am Ende, also so 550 oder so ein Scania 620 ist wirklich so das allerletzte, was wir sonst messen könnten, nur da Scania und so können wir das alles machen, dann machen wir die VMAX raus, dann schaltest du den letzten Gang, dann fährt das Ding 130 auf dem Prüfstand und damit hast du natürlich eine viel längere Übersetzung und viel weniger Kraft. Schluss am Reifen unten. Ja. Es ist leider so, wir arbeiten daran. Wie gesagt, wir hatten einen Tester. Das hat alles nicht so richtig funktioniert. Volvo, sag ich mal, auch so ein 500er oder ein 420er, die messen wir ja auch alle. Das ist nicht das Problem. Ich rede hier so ab, ich sag mal so,
zwischen 680 und 700, je nach Übersetzung, sind wir dann am Limit, wenn wir die VMAX nicht umgehen können. Wie gesagt, Scania haben wir jetzt auch schon bis weit über 800 PS messen können, weil wir es natürlich ausprogrammieren können. Genauso wie bei Mercedes können wir auch das alles machen. MAN können wir das machen. Und das ist nicht das Problem. So, verbaut ist hier ein THW-Steuergerät sozusagen, ist THW Volvo EMS 2.3. Motor nennt sich D16G. Warum die 16? Natürlich wegen Hubraum. Es ist wie gesagt ein rein Sechszylinder mit 750 PS Nennleistung. Man sieht es ja auch in den letzten Videos. Wenn ich hier was freigebe, ich gebe es ja im reellen Wert frei. Dadurch, dass so eine hochkomplexe Steuerung ist, ist der Wert, der errechnet wird, auch der, der dann erreicht wird. Und ich gebe statt 3000, also wir haben hier maximal eine Serienfreigabe. Bei bestimmten Lastzuständen hier, genau, hast du 3548 Newtonmeter sind reell freigegeben. 3548 angegeben ist er mit 3550. Die würden wir auch plus minus so messen. Wo wir den Cut setzen, ist hier bei 3950 im Max, im Peak, und lassen ihn dann abfallen und haben aber im Schnitt überall so um die 300 bis 330 Newtonmeter, die wir hier mehr freigeben. Bei Volvo ist es ganz wichtig, dass du auch die Temperaturkennfelder ein bisschen mit anpasst, dass die fahren serienmäßig, sind die sehr gedrosselt. Aus Erfahrung, und das ist jetzt schon seit über 10 Jahren, kann man aber sagen, dass wenn man hier, ich sag mal, zum Beispiel 15, 20 Grad mehr Abgastemperatur oder 10 oder 12 Grad mehr Ansaugtemperatur nicht restriktiert. Das heißt, sobald er aus der Range rausläuft, der beim Volvo, und er hat mal mehr Abgastemperatur oder mehr Ansaugtemperatur, regeln die Leistung extrem runter. Ja? Da können wir halt auch so ein bisschen angehen. Das ist halt in dem Sinne, wir überreißen das nicht, aber wir lassen ihn einfach auf einem längeren Plateau oder auf einer längeren Range von Ansaugtemperatur oder halt auch Abgastemperatur die angeforderte Menge ohne Minimierungsfaktor machen. Ja? Hört sich jetzt komisch an, aber und er läuft halt sehr selten im optimalen Bereich. Also Volvo ist da sehr anfällig, dass wenn du den fünfmal misst, Serie, hast du auch schon, obwohl grundsätzlich nichts passieren würde, reduziert er die Leistung, weil das Werk sagt, bitte schnell leistungsreduzieren. Und damit kämpfen ja auch viele Kunden. Dass du halt, wenn du einmal ein bisschen zu warm wirst, dass die Leistung reduziert wird. Das heben wir beim Volvo extremer an wie bei anderen LKWs. Und es gibt halt wichtige Begrenzer, die nicht sofort ersichtlich sind, die auch dann nicht irgendwie im 16-Bit-Modus stehen. Da möchte ich jetzt aber auch gar nicht drauf eingehen. Da ist es halt auch ganz wichtig, weil da ist auch nochmal die 3550 genau exakt begrenzt. Du kannst hier alles umschreiben, was du willst. Wenn du diesen Begrenzer in einem Floating Point nicht findest, macht er nicht wirklich viel mehr, beziehungsweise hängt sich die ganze Zeit an dem Drehmoment auf. Man kann sagen, wie gesagt, wir reden dann hier so knapp von 3850, 3900 Newtonmeter könnten wir hier messen. Das ist dann auch die Benchmark. Klar, würde das technisch ohne weiteres bestimmt auch mit einer 4 vorne gehen, macht aber dann auch im Effizienzbereich keinen Sinn. Leistungsmäßig reden wir hier ungefähr von 50 PS. Ich weiß aus Kundenfeedbacks, das ist nicht der erste 57er, den wir haben. Wie gesagt, wir reden hier bis zu 12% Einsparung auf 100 Kilometer bei guter Leistung und bei humanem Fahren. Ja. Tut mir leid, dass wir euch nicht mehr zeigen konnten auf dem Prüfstand. Wir müssen gucken. Wie gesagt, wir sind da jetzt schon was länger dran, aber wir schauen, dass wir euch da wirklich mehr, dass wir noch mehr in die Diagnosetechnik gehen und da noch mehr investieren. Aber aktuell sind uns da so ein bisschen die Hände gebunden. Selbst mit Geld können wir gerade nicht das kaufen, was wir gerne hätten. Ja? In diesem Sinne trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Tag. Ciao.